Ja, liebe Gäste, zur Martinszeit die Martinsgans vom Landhaus Scherrer präsentiert. Ein kleiner Zeitraffer, wie man die Gans bratfertig macht. Und dann zeigen wir Ihnen natürlich nachher, wie man sie trangiert, weil alle doch ein bisschen neugierig sind, wie das geht. So, die Gans wird eben einfach halt ausgenommen. Ja, Fett, Leber, Herzen, alles rausnehmen hier. So, dann, das ist ja nett, ein bisschen an die Seite. Dann werden die Flügel abgeschlagen. Da brauchen Sie nicht so zaghaft sein, ja. Das hört sich richtig gut an. So, was wichtig ist, jetzt nochmal den Hals abschneiden. Aus diesen Flügelknochen und Halsknochen kann man ein Gänsekleinsüppchen machen und eine schöne Soße machen. Was ganz wichtig ist, den Hals nach hinten wegziehen und dann im Gelenk abschneiden. So, und jetzt kommt der zweite Schritt, die nehmen wir schon mal rüber. Die Keulen schön nach vorne drücken, dass so ein bisschen anliegt. Dann mit Salz und Pfeffer würzen. Wir nehmen etwas Füllung. Wir haben jetzt hier Apfel, Zwiebel und Beifuß. Man kann das so machen, dass man das auch grober hält. Die Füllung gibt ein bisschen Geschmack. Und man soll sie nicht zu stark füllen, weil sonst eben einfach der Garprozess noch länger dauert. So, was jetzt ganz wichtig ist, dass man die Gans dressiert. Dann nehmen wir einen Bindfaden. Man sollte ihn doppelt nehmen. Hinten einstechen, vorne durch, dann nochmal durch, hinten durch die Keulen einstechen, auf der anderen Seite wieder heraus. Und dann ist es wichtig, vorne am Flügel, oben über den Flügel einstechen, einen Teil vom Hals, von der Halshaut mitnehmen, durchziehen. Und so hat man nachher einen sehr schönen Winkel, damit die Keulen und die Brust schön nach vorne gedrückt wird. So. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch mal zusammenbinden und schon ist die Gans bratfertig. Wir schieben sie in den Ofen, je nachdem, was wir für einen Ofen haben, zwischen 150 und 170 Grad, 2,5 Stunden bis 3 Stunden. So. Ja, liebe Gäste, jetzt haben wir unseren köstlichen Gänsebraten. Riechen Sie mal, hören Sie, wie das kostet hier. Einfach lecker. So, jetzt zeige ich einfach, wie man das trangiert. An der Keulenseite einschneiden. Nach Möglichkeit nicht die Brust verletzen, das ist ganz wichtig. Dann hier einfach weitergehen. Und dann rutschen die Keulen von alleine schon nach unten weg hier. Oh, köstlich. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Was wichtig ist, dass man nicht die Brust anschneidet und die Haut verletzt, weil das sieht nicht so schön aus. So, dann hier am Brustbein lang gehen auf beiden Seiten, so ein bisschen anlösen. Dann einfach ganz kurz drehen. Vorne am Brustbein weitergehen. Und somit auslösen. Dann die Brust ablegen. Mit einem Messer ein bisschen nachhelfen, aber Sie sehen, man braucht es gar nicht. Sie ist so kross und zart, einfach köstlich. Ja, mal so als kleinen Tipp. Den warmen Stein oder das Trangierbrett mit Salz und Pfeffer vorwürzen. Das ist ganz wichtig, weil gerade bei Gänsebraten muss man reichlich nachsalzen. So, jetzt haben wir schon mal die Brust und die wird eben einfach portionsweise auf den Teller gelegt. Rotkohl haben wir schon mal arrangiert, die Gänsebrust. Dann geben wir etwas Cranberries dazu. Dazu ein klein bisschen Jus. Und dann wünsche ich guten Appetit. Die Keulen löst man wie folgt aus. Die Gans ein bisschen umdrehen. Von unten die Keule anlösen, nach unten ziehen. Und schon ist sie abgelöst. Dann macht man Folgendes, wenn das jetzt für 6 Personen portioniert wird, kann man die Keule gleich in 3 Teile teilen. Dann gehe ich hier bei den oberen Knochen bis zum Gelenk durch, löse den unteren Mittelknochen ab, habe somit schon mal
eine kleine Portion. Dann nehmen wir das vordere Teil vom Knochen, schneiden es ab und haben die zweite Portion. Und dann bei der dritten Portion den Knochen vorsichtig rauslösen. Und schon ist die Keule für 3 Personen ausgelöst. Das sieht doch einfach köstlich aus.